Der Transport. Mit Gepäck. Was alles verbirgt sich hinter dieser kurzen Formel? Du bist wieder in den Speichen eines Teufelsrades geraten. Es dreht sich und reißt dich mit. Fort von allem, was dir teuer und vertraut ist. Auf einem namenslosen Abgrund zu. Du bist deiner Freiheit beraubt. Du wirst mitgeschleppt. Wie ein lebloses Ding. Ganz nach dem Wunsch deiner Herren. Lydia Georgievna, die Adventistin vom siebten Tage, nimmt endlich die Gelegenheit wahr, um für ihre Anschauung Propaganda zu machen. Wir sind immer ein Sandkorn, das der Wind ins Ungewisse trägt. Jetzt ist ihnen eine Prüfung auferlegt, damit sie erkennen, in wessen Hand ihr Schicksal liegt. Aber wenn Schurken wie Zarewski zum Herrn über Leben und Tod werden, dann ist das erniedrigend. Sie ihnen zu unterwerfen, ist schmacklos. Man müsste Schluss machen können. Aber dazu reicht meine Kraft noch nicht aus. Gott bewahre sie vor diesem Schritt. Sie würden eine lebende Seele morden. Derkowskaja, die die prinzipielle Unduldsamkeit der Sozialrevolutionäre den Kommunisten gegenüber aufgegeben hat, wischt sich die Tränen aus den Augen. Jetzt wird es öde in unserer Zelle werden. Keiner wird uns mehr Gedichte vortragen. Sie haben mich dazu gebracht, Block zu lieben. Wieso beweinen Sie mich jetzt, ohne Murina vorher um Erlaubnis gefragt zu haben? Frage ich im Spaß. Würde sie Ihnen erlauben, eine Kommunistin zu beweinen, die sich nie der Opposition angeschlossen hat? Sie winkt ärgerlich mit der Hand ab und schnäuzt sich laut in ein Taschentuch. Und ich spreche Ihnen zum Abschied die schwermütigen Verse von Ossip Mandelstamm vor. Die Pferde schreiten so langsam und spärlich ist das Licht der Laternen. Die Fremden wissen wahrscheinlich, wohin sie mich bringen werden. Der ist für das Militärkollegium am obersten Gerichtshof bestimmte Gefangenen. Ein Transport scheint recht umfangreich zu werden. Das kann unser geschärftes Gehör mit ziemlicher Sicherheit feststellen. Aus etlichen Zellen werden Häftlinge geholt. Aus unserer zwei. Ich und ihrer. Alle sind empört. Auch ihrer selbst. Bei ihnen ist es ja eine klare Sache, sagt sie. Sie sind wenigstens Parteimitglied. Aber was habe ich mit dem Militärkollegium zu tun? Die Vorstellung, dass die Zugehörigkeit zur kommunistischen Partei einen erschwerenden Umstand bedeutete, war jetzt tief in das allgemeine Bewusstsein eingedrungen. Was soll das alles bedeuten? Der 18. Brumaire von Josef Stalin? Oder wie soll man das nennen? Und nun sind wir fertig. Unsere Habseligkeiten sind verpackt. Wir haben uns die letzten Ratschläge und Wünsche sagen lassen. Wir haben die geklopften und gesungenen Abschiedsgrüße empfangen. Ira und ich sitzen immer noch auf unseren Pritschen. Aber wir sind schon nicht mehr da. Wie im Schlaf höre ich das Gejammer von Sina Abramova. Du hast es gut, Janitschka, mein Herz. Du hast höhere Schulbildung. Du wirst dir zu helfen wissen. Aber ich? Wenn sie gewusst hätte, wie wenig mir in der folgenden Zeit meine höhere Schulbildung nützte und wie sehr mir meine körperliche Stabilität zustatten kam. Die Tür geht auf. Wir werden in den Flur hinausgeführt und dann die Treppe hinunter. Was ist das? Ein Versehen der Wachen? Unten, direkt an dem eisernen Gittertor, sitzen auf ihren Bündeln zwei gute Bekannte von mir. Beides Kollegen von der Universität. Julia Karepova, Biologin, und Rima Faridova, Historikerin. Nein, es war kein Versehen. Man hat uns absichtlich hier zusammengeführt. Wir alle werden nach Moskau gebracht. Gierig fragen wir uns gegenseitig aus. Es stellt sich heraus, dass Julia und Ira in denselben Fall verwickelt sind. Beide haben an dem Seminar von Professor Slepkov teilgenommen. Jetzt ist es für die Untersuchungsrichter bedeutungslos,
ob sie sich sehen oder nicht, denn die Voruntersuchung ist abgeschlossen. Meine Vermutung, dass Rimmer als ehemalige Assistentin von Elwolf den gleichen Fall habe wie ich, erweist sich als unrichtig. Nein, sagt Rimmer unbekümmert, ich bin Tatarin und es ist für sie vorteilhafter, mich als Burgiose Nationalistin einzustufen. Anfangs haben sie mich tatsächlich zu den Trotzkisten gezählt, aber später hat Rudi umgeschaltet. Er sagt, das Plansol an Trotzkisten sei bereits überfüllt, während sie mit den Nationalisten etwas im Rückstand seien. Obwohl viele tatarische Schriftsteller bereits verhaftet worden sind. Alle diese originellen Redewendungen gebrauchte Rimmer ohne jede Ironie, als ginge es um die Erfüllung eines ganz gewöhnlichen Wirtschaftsplans. Rimmer schien an allem, was geschah, nichts Besonderes zu finden. Im Übrigen sah sie blühend aus, besser als wir alle. Erst später erfuhr ich, woran das lag. Bereits beim ersten Verhör war Rimmer bereitwillig auf alles eingegangen. Dutzende von tatarischen Intelligenzlern und Mitgliedern des Parteiaktivs der Hochschule wurden die Opfer für ihr relatives Wohlbefinden im Gefängnis. Unter ihnen war auch Rimmers Mann, der ehemalige Kulturpropagandist des Gebietskomitees. Ein kluger, zurückhaltender, schweigsamer Mann, der wie ein Chinese aussah und den Spitznamen Konfuzius hatte. Die Geständnisse seiner eigenen Frau waren ausschlaggebend dafür, dass man über ihn das Todesurteil verhängte. Rimmer bekam für ihre Hilfeleistungen 30 reale Silberlinge, nämlich die Erlaubnis, ständig Päckchen zu empfangen, und 30 illusorische, nämlich das Versprechen, sie werde eine aufrichtige Reumütige, die durch ihre Haltungen die Voruntersuchung wesentlich gefördert hat, ihre Strafe nicht im Gefängnis oder im Arbeitslager absitzen müssen, sondern nur in der Verbannung. Und auch das nur für 3 Jahre. Was Julia Karepova mir über das Verhalten von Professor Slepkov berichtete, überraschte mich sehr. Man hatte ihn ebenfalls zu einem Wiederaufnahmeverfahren nach Kasan gebracht, aus Ufa, wo er nach 3 Jahren Einzelhaft in der Verbannung gelebt hatte. Nach dem, was Julia erzählte, war Slepkov auf alles eingegangen, was die Untersuchungsrichter von ihm verlangten. Er lieferte ihnen eine Liste von Angeworbenen, die mehr als 150 Namen enthielt. Er erklärte sich zu jeder Gegenüberstellung bereit, auch mit Julia. Dabei war es zu einer widerwärtigen Szene gekommen, bei der Slepkov und der Untersuchungsrichter wie Amateurschauspieler agierten, die ihre Rollen ohne jede Glaubwürdigkeit herunterleierten. Während er Julia mit leeren Augen anstarrte, erzählte Slepkov ausführlich, wie er einst in Moskau von Bucharin terroristische Instruktionen bekommen und wie er sich nach seiner Rückkehr nach Kasan einigen Mitgliedern des Untergrundzentrums, darunter auch Julia, weitergegeben hätte. Sie, Julia, hätte damals ihr uneingeschränktes Einverständnis ausgesprochen und sei sogar bereit gewesen, selbst terroristische Anschläge auszuführen. Julia, der es vor Verblüffung und Zorn den Atem verschlug, schrie ihn an: Sie lügen! Darauf habe er mit dem pathetischen Ausruf geantwortet: Man sollte abrüsten. Man sollte vor der Partei auf die Knie fallen. Insofern war Julias Fall dem Anschein nach sehr viel gründlicher belegt als der meine. Während gegen mich nur Zeugen aufgetreten waren, die angeblich von der Existenz einer Untergrundgruppe wussten, ihr aber nicht selbst angehörten, stammten die Aussagen gegen Julia von dem Anführer der bucharinischen Verschwörung in Kasan. Und er höchstpersönlich hatte die arme, kulleräugige Julia, die fanatischste unter allen orthodoxen Kommunisten, als Mitglied der Gruppe entlarvt. Ich kann bis auf den heutigen Tag nicht begreifen, was Slepkov dazu gebracht hat, sich so zu verhalten. Im alltäglichen Leben war er ein charmanter Mann.
allgemein beliebt, nicht nur wegen seines glänzenden Wissens, sondern vor allem wegen seiner Menschlichkeit und Güte. Ist es möglich, dass es ein schändlicher Versuch war, das eigene Leben um den Preis hunderter anderer zu retten? Oder war es vielleicht die gleiche Taktik, die Garay mir empfohlen hatte? War es eine List, diese Bereitschaft alles zu unterschreiben, um alles ad absurdum zu führen und eine Empörung in der Partei zu provozieren? Diese Fragen blieben unbeantwortet, wie viele andere in jener unwirklichen Welt, in der zu leben und vielleicht auch bald zu sterben, ich jetzt verurteilt war. Wir vier sollten uns vor dem Militärgericht wegen politischen Terrors verantworten. Rima glaubte mit Sicherheit zu wissen, dass wir vier auf diesem schrecklichen Transport die einzigen Frauen unter vielen Männern waren. Das alles hätte uns sagen müssen, dass wir mit der Todesstrafe zu rechnen hatten. Das wäre logisch gewesen. Aber die Missachtung der Logik, die in dieser irrsinnigen Welt zum Gesetz geworden war, schien auch uns angesteckt zu haben. Jedenfalls rechnete keiner von uns mit der Möglichkeit eines solchen Ausgangs. Ira pochte hartnäckig auf ihre Parteilosigkeit, durch die sie ihrer Meinung nach in einer erheblich günstigeren Lage war als wir, die drei Parteimitglieder. Rimmer glaubte an die von den Untersuchungsrichtern versprochene Verbannung, während Julia und ich uns gegenseitig beruhigten mit Überlegungen wie »Sie können ja nicht alle erschießen« und uns trösteten mit dem, was Sinowjew, Kamenjew und Radek getroffen hatte. Wenn diese drei nur 10 Jahre bekommen haben, dann kann man uns unmöglich zu mehr verurteilen. Die Naivität dieser Überlegungen erklärt sich daraus, dass wir schon seit einem halben Jahr im Gefängnis saßen und keine Möglichkeit hatten, Tag für Tag jenes grauenhafte Geschehen zu verfolgen, das heute nach Stalins Tod unter dem akademischen Terminus Missstände in der sowjetischen Rechtsprechung bekannt ist. Und nun schließen sich die Tore des alten Gefängnisses wieder hinter uns. Das schwarze Rabe ist bereits voll besetzt. Aus den verschlossenen Kabinen hört man Hüsteln und Seufzen. Da wir vier ohnehin schon zusammen sind und nicht mehr einzeln eingeschlossen zu werden brauchen, dürfen wir auf unseren Bündeln in dem engen Gang des schwarzen Rabens sitzen. Durch eine Ritze in der Tür lässt sich einiges erkennen. Natürlich nicht für ein gewöhnliches Auge, sondern nur für das im Gefängnis Trainierte, das krankhaft Aufmerksame und unerhört Scharfsinnige. Der Geruchssinn, das Gehör, das Gefühl für die Art der Bewegung helfen mit dabei. Es riecht nach Lindenblüten. Das bedeutet, wir fahren am Lobatschke-Denkmal vorüber. Ein Schlagloch im Asphalt. Das heißt, wir biegen in die Malaya-Prolomnaya ein. Das Übrige ergänzt die Fantasie. Sie lässt das Bild der mit so teuer gewordenen Stadt erstehen. Meiner zweiten Heimat, wo ich gelitten, wo ich gelebt, wo ich das Herz begraben habe. Es macht nichts, wenn das ein wenig sentimental klingt. In einem solchen Augenblick darf man sich das erlauben. Halt, es riecht nach heißen Schienen, nach Lokomotivqualm. Man hört das hastige Schnaufen, dann kurze, aufgeregte Pfiffe von Lokomotiven. Aussteigen, schnell! Nein, das ist nicht der vertraute Bahnhof. Das ist ein abgelegenes Bahngelände. Und was ist mit dem Wiedersehen mit den Kindern? Mit Mama? Bikchentajew hatte es mir doch versprochen. Nichts. Auf dem Bahnsteig ein ganzer Schwarm von Untersuchungsrichtern und Wachsoldaten. Nach der Dunkelheit im schwarzen Raben blenden ihre Schulterstücke und ihre glänzenden Knöpfe. Manche von ihnen tragen auch Orden. In dieser Gruppe fällt Wevers besonders auf. In einem eleganten,
taubengrauen Zivilanzug, sein Gesicht aufmerksam und angespannt wie stets, zeigt die nun schon bekannte Grimasse, eine Mischung von Hass und Verachtung, die man ihnen in ihren Spezialschuhen beibringt. Hierher, hierher, ein ganz gewöhnlicher Waggon dritter Klasse. In jedem Abteil 4 Sitzplätze. An jeder Abteiltür 1 Wachtposten. Nur die Tür des mittleren Abteils ist unbewacht. Dort reisen die Untersuchungsrichter, die ihre kostbare Fracht nach Moskau begleiten. Ein Stoß. Die Lokomotive wird angekoppelt. Noch ein Stoß. Der Zug setzt sich in Bewegung. Was wir verlassen? Ich wusste es. Die Kinder, die nun der Willkür des Schicksals ausgeliefert waren. Ach, wenn es nur das Schicksal gewesen wäre. Nein, sie waren der Willkür des NKWD ausgeliefert, was sehr viel schlimmer war. Meine Mutter, die Universität, die Bücher, das reine, helle Leben, das von dem Bewusstsein erfüllt gewesen war, dass man den richtigen Weg gewählt hatte. Wohin wir fahren, das wussten nur jene, die über uns zu bestimmen hatten. Zarewski kommt in unser Abteil. Er belehrt uns, wie wir uns unterwegs zu verhalten haben. Wie wir zu essen, zu trinken, zu schlafen, zu sprechen, wie wir die Toilette aufzusuchen haben. Ich habe ihn lange nicht mehr gesehen. Und jetzt entdecke ich einen neuen Zug in seinem Gesicht. Es ist erdfarben geworden und bildet einen scharfen Kontrast zu dem sonnengebleichten hellen Haar. Er wirkt alt, obwohl er nicht über 35 ist. Seine Stimme klingt unverändert, knarrend, abscheulich, spöttisch. Aber in seinen Augen ist jetzt nicht nur Gemeinheit, sondern auch Angst. Damals wussten wir keine Erklärung dafür, aber später erfuhren wir, dass man zu jener Zeit begonnen hatte, die ersten Verhaftungen innerhalb des NKWD selbst vorzunehmen. Der Mohr hat seine Schuldigkeit getan. Der Mohr kann gehen. Manche der Untersuchungsrichter wurden bereits nach wunden Punkten durchleuchtet. Sie, die selbst mit allen Wassern gewaschen waren, witterten Gefahren. Und gerade Zarewski wurde bald nach unserem Abtransport nach Moskau verhaftet und schlängelte sich kurze Zeit darauf mit einem Riemen, den er in die Zelle geschmuggelt hatte. Man erzählte sich, er habe mit seinem Nachbarn durch Klopfzeichen Verbindung aufgenommen und ihnen den Rat gegeben, nichts unterschreiben. Der fröhliche Trutan Bikchentajew wurde zu 15 Jahren Gefängnis verurteilt und Rudi und Jelschin wurden verhaftet. Von meiner Begegnung mit Jelschin in Kolyma werde ich später noch erzählen. Vorläufig lag das noch in weiter Ferne. Jetzt zog sich Zarewski, nachdem er uns über alle Verbote aufgeklärt hatte, in das mittlere Abteil zurück. Zu den Schweineschnitzeln, nach denen der ganze Gang duftete. Und zum Wein. Die leeren Flaschen wurden von den Wachsoldaten an uns vorbeigetragen. Das Fenster unseres Abteils war mit einer dicken Schicht weißer Farbe übermalt. Nur beim Austreten konnten wir durch die schlecht schließende Waggontür manchmal eine bekannte Silhouette an der vertrauten Strecke Kasan-Moskau erkennen. Ich erinnere mich noch an die Episode mit den Himbeeren. Auf einem Bahnhof hatten wir bemerkt, dass die Wachsoldaten Tüten mit frischen Himbeeren untereinander verteilten. Ira Jegereva besaß 50 Rubel. Irgendwie war es ihrem Vater, einem in Kasan bekannten Professor am Bauinstitut, gelungen, ihr dieses Geld zukommen zu lassen. Bitte holen Sie den Untersuchungsrichter Zarewski, bat Ira dem Wachsoldaten. Und als Zarewski tatsächlich in unserem Abteil erschien, wandte sich Ira an ihn mit dem konkreten Ton einer Dame von Welt. Leutnant, ordnen Sie an, dass man uns den Bären holt. Hier ist das Geld. Ich kann nicht sagen, was auf Zarewski gewirkt hat. Der groteske Widerspruch zwischen ihres Auftreten und unserer Situation
oder die Vorahnung der eigenen Tragödie, die den Henker vom Schwarzen See vielleicht schon damals gequält hat. Jedenfalls nahm er das Geld und kam nach einigen Minuten mit zwei Tüten Himbeeren und dem Wechselgeld zurück. Sie waren ganz frisch, trocken, mit einem silbernen Flaum. Sie dufteten. Zum Essen waren sie viel zu schade. Sie zählten die Beeren und teilten sie in vier Teile. Wir speisten 1,5 Stunden. Wir nahmen jede Beere einzeln in den Mund und lachten vor Glück. Es war uns gelungen, einen letzten Brotsamen von der prächtigen Tafel des Lebens zu erbetteln. Des Lebens, aus dem wir bereits ausgeschlossen waren.